Hallo und herzlich willkommen zur kreativen Auszeit mit Sigrid. Weil ja gerade alle irgendwie schniefen, schnaufen, krank sind, habe ich mir überlegt, dass wir heute mal eine gute Besserungskarte basteln. Und ich habe letztens im Internet was Witziges gesehen, was mich zu dieser Karte hier inspiriert hat. Da man die Karte gerade ja gar nicht so richtig sehen konnte, zeige ich sie euch hier jetzt nochmal. Das Besondere daran ist, dass ich hier ein Taschentuch versteckt habe. Und ich zeige euch dann jetzt mal, wie ich das Ganze gemacht habe. Als erstes braucht ihr für die Karte ein Stück Schiefergrau. Ich habe hier auch schon mal die Grundkarte zugeschnitten und nein, ich werde das jetzt so benutzen. Also ihr seht, das Stückchen Schiefergrau ist ein bisschen breiter als die Karte, aber nicht ganz so hoch. Das brauchen wir auch nicht ganz so hoch. Und zwar bearbeiten wir jetzt erstmal das Stück Papier. Ich habe hier aus den Timeless Textures mir als erstes diesen Stempel hier rausgesucht. Und damit werde ich jetzt, muss ich mal kurz gucken, sowas, das Papier einfach bestempeln, damit es ein bisschen diese Steinoptik bekommt, die ihr ja auf der Karte gesehen habt. So, damit es aussieht wie ein Berg. Und auch wirklich einmal komplett, und ich mache auch noch mal hier so in der Mitte, weil Berge ja immer unterschiedlich so mit den Steinmustern und so aussehen. Ich fand das jetzt halt ganz praktisch dafür. So, dann werde ich jetzt dieses Papier reißen, damit die Kante auch ein bisschen ja unruhiger ist, nicht so glatt, denn ein Berg ist ja auch nicht glatt. Und da gucke ich jetzt mal, dass ich schon die Form so hinbekomme, wie ich die dann hinterher brauche. So ungefähr. Jetzt bin ich, glaube ich, schon ein bisschen eng geworden hier. Mal hier ein bisschen weniger machen. So. Jetzt gucke ich noch mal, wie das hier auf meiner Karte so passt. Da werde ich jetzt doch noch ein bisschen abschneiden. Das heißt, Stempel erstmal wegräumen. Ich werde das jetzt erstmal etwas schmaler schneiden. Also auf meine Kartenbreite 10,5 cm. Und da mir das jetzt hier noch ein bisschen zu hoch ist, werde ich jetzt auch noch ein bisschen hier oben abschneiden. Wie ihr das da macht, ist natürlich Geschmackssache. Aber mir ist das, glaube ich, jetzt lieber, wenn es ein bisschen kürzer ist. Ja, so gefällt mir das besser. So, dann brauche ich jetzt, ich glaube, hier reiße ich auch noch mal ein bisschen. So, dass es so richtig nach Berg gleich aussieht. Ach, kann auch noch ein bisschen weg hier. So. Ja, so gefällt es mir besser. So, und jetzt brauche ich als nächstes mein Embossing-Pulver. Und zwar habe ich auch dafür jetzt wieder einen Stempel aus diesem Set benutzt. Und zwar nehme ich jetzt den hier, weil ich finde, dass das schon aussieht wie so eine leichte Schneekrone. Jetzt muss ich natürlich erstmal meinen ganzen Kram hier beiseite räumen und auch mal an meinen Embossing-Buddy denken. Und dann die Kante oben. Wow, das passt jetzt aber auch wirklich ganz genau. Hier anlegen. So, und jetzt hoffen, wenn ich das Pulver drauf streue, dass es auch wirklich jetzt passt mit dem, was ich da jetzt haben möchte. So.
Es soll ja schon bis an die Kante gehen. Ha, sieht doch gut aus. Und das embosse ich jetzt natürlich mal eben fix. So sieht jetzt meine Kante aus. Jetzt stört mich aber noch ein bisschen, dass hier das noch grau ist. Vielleicht sollte ich erstmal hier mein Embossingpulver noch einsammeln. Könnte sinnvoll sein, bevor ich es wieder über den ganzen Tisch haue. So. Na, Dosen schließen scheint heute nicht so mein Ding zu sein. So, jetzt haben wir es aber noch ein bisschen, den Rest wegmachen. So, also wie gesagt, hier stört mich jetzt ein bisschen, dass hier noch das Grau ist. Ist mir jetzt aber ein bisschen zu hampelig, da nochmal mit dem Papierschneider dran zu gehen. Deswegen bin ich jetzt einfach mal rabiat, in Anführungsstrichen, nehme meine Schere, sehe genau, was ich tue und dann ist es gut. Jetzt werde ich hier aber nochmal ein bisschen nachreißen. So gefällt mir das nämlich etwas besser. Und dann kann ich jetzt das theoretisch auf mein Papier kleben. Aber, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen den Hintergrund gestalten. Ihr wisst ja, ich mache das immer ganz gerne. Dann nehme ich mir aber nochmal mein Schmierpapier für. Und dann habe ich hier meine Stempelkissen in Himmelblau. Und fange dann jetzt mal an. Also ich habe hier ein Kosmetikschwämmchen, das tupfe ich hier auf das Stempelkissen und dann gehe ich jetzt so ein bisschen kreisförmig bis an die Kante. Das ist natürlich jetzt blöd, weil ich keine Extralage hier drauf machen möchte. Da muss ich natürlich ein bisschen jetzt hier an den Rändern aufpassen, beziehungsweise kann ich jetzt natürlich auch hier das noch ein bisschen so ziehen. Und die Kreisbewegung halt, weil es dadurch, finde ich zumindest, immer so ein bisschen mehr nach Wolke aussieht. Und man kann das ja wunderbar auch dann jetzt verwischen, wie das am besten aussieht und nochmal ein bisschen nachmachen, wo es noch nicht so ist, wie man das gerne hätte. Jetzt muss ich nochmal eben kontrollieren. Oh, an den Seiten muss ich tatsächlich noch ein bisschen tiefer. Dann mache ich das doch einfach mal. Und hier auch noch. Aber das Mittelstück kann ich mir ja sparen, denn da ist ja jetzt mein Berg drüber. Aber da muss ich noch ein bisschen tiefer. Meine Güte. Nee, nochmal so. So müsste jetzt aber wohl reichen. Habe ich das so weit runtergerissen? Ja, jetzt ist perfekt abgedeckt. So, dann habe ich jetzt auch noch einen schönen Hintergrund. Und klebe dann jetzt erstmal meinen Berg auf die Karte. So, dass das auch richtig fest ist. So, und jetzt brauche ich natürlich nochmal meinen Papierschneider. Und hoffe, dass ich das jetzt hier auch gut hinbekomme. Ist ein bisschen tricky jetzt. Aber ich brauche jetzt hier so einen kleinen Schnitt. Also wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich jetzt ein Skalpell hätte. Ich versuche jetzt mal hier so grob vorzufühlen, indem ich die Karte rauf und runter schiebe, wo denn die Kante von meinem Berg ist. Und ziehe jetzt dann mit dem Messer da passend entlang. Ja, man sieht jetzt natürlich, ich habe tatsächlich das oben erwischt, aber da ist jetzt meine Rille. So, und jetzt kommt natürlich der Clou der ganzen Karte. Ein Tempotaschentuch. Und das falte ich jetzt so ein bisschen gipfelzipfelmäßig und ziehe das hier durch die Öffnung, die ich jetzt gerade geschnitten habe. So, das muss ich natürlich ein bisschen jetzt so ziehen, dass man unten nicht mehr so sehen kann, was das ist. Das ist gar nicht so einfach, denn das soll ja schließlich heile bleiben. Aber ist jetzt natürlich ein bisschen dick mit dem zusammengedrückten. Ah, ist immer noch nicht ganz weg. Aber so langsam ist mein Berggipfel eigentlich schon fast zu groß.
So, ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen nach. So, jetzt ist es mehr oder weniger verschwunden. Also müsst ihr so ein bisschen nachdrücken und das könnt ihr dann jetzt auch noch so in Form drücken. Jetzt ist die Karte natürlich ein bisschen dick, aber es geht ja um den Clou an der Sache. Und jetzt habe ich natürlich, ich glaube, ich schneide hier doch noch mal ein bisschen nach, aber das mache ich jetzt mit der Schere. Natürlich aufpassen, dass ich nicht ins Taschentuch hau. So, dann kann ich mich noch mal ein bisschen mehr ziehen. Ja, perfekt. Sieht doch gleich schon viel besser aus. So, und dann kann man ja hinterher, also die die Karte bekommen, das Taschentuch dann auch rausnehmen. Keine Ahnung, ob sie es dann tun. Ich finde es einfach eine witzige Idee. Und klebe jetzt ganz einfach noch das Label auf. Jetzt habe ich ein bisschen suchen müssen. Derzeit haben wir nicht ganz so viel mit gute Besserung, aber hier habe ich tatsächlich was gefunden. Und das heißt, auch wenn das jetzt sehr klein ist, ach, da ist es, ich stempel mir damit jetzt erstmal mein Label. Und zwar nehme ich auch das Grau dafür. Das ist übrigens Anthrazitgrau, genau, ja. So, nicht, dass ich was Falsches sage. Und weil ich jetzt die Form einfach schön finde, nehme ich jetzt mal einen Stanzer, den wir leider nicht mehr haben. Aber ich finde gerade diese Zacken hier an der Ecke einfach für diese Gelegenheit, die ich jetzt hier habe, perfekt. Und deswegen nehme ich jetzt mal was, was nicht aktuell ist. Und klebe das jetzt noch hier unten mit ein paar Dimensionals auf. Und damit der Clou erhalten bleibt, lasse ich es jetzt auch wirklich dabei. Ihr habt das ja schon am Anfang gesehen, dass ich da nicht mehr drauf gemacht habe. Beim Eintüten der Karte müsst ihr dann halt eben nochmal gucken, dass das Taschentuch da ordentlich verschwindet. Aber ich finde das so jetzt einfach ganz gut und finde, man braucht dann jetzt auch nicht noch groß Schnickschnack dazu zu machen. Man könnte jetzt natürlich noch ein paar Wolken aufkleben oder irgendwas anderes dazu. Aber ich finde, das darf auch mal einfach nur so sein. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis dann!